Bündnis 90 Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir sprechen ja im Kern heute über die Wohnungsgemeinnützigkeit. Das ist erstmal ein sperriger Begriff, und viele Menschen wissen eigentlich nichts damit wirklich anzufangen. Die Wohnungsgemeinnützigkeit ist ein Prinzip oder ein Baustein der sozialen Marktwirtschaft beim Wohnen gewesen bis 1990. Sie galt sozusagen die ganze Bundesrepublik hindurch, und der Aufbau unserer Wohnungsbestände, die wir in Deutschland haben, geht auf diese steuerliche Privilegierung von Wohnungsunternehmen zurück. 1990 nun hat damals die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung diese Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft, dadurch die Privatisierung der Wohnungsbestände in Deutschland ausgelöst und damit eines der Grundprobleme, das wir heute auf den Wohnungsmärkten haben, geschaffen. Und ich bin der Meinung, dass die Menschen im Sommer diesen Jahres das wissen müssen, denn es geht darum, wo wollen wir hin in den nächsten Jahren. Und ich glaube, diesen Fehler zu korrigieren, wäre an der Aufgabe der Union in diesen Tagen gewesen. Und leider haben Sie nicht die Kraft dafür. Es hat dazu geführt, dass wir in eine Negativspirale beim sozialen Wohnungsbau gekommen sind. Ja, wir haben heute fast ungefähr 1 Million Sozialwohnungen noch. Wir haben 3 Millionen seit Ende der 80er Jahren verloren. Und dieses Prinzip der Gemeinnützigkeit wollen nun wir, Grüne, Linke, auch Sozialdemokraten, habe ich jetzt verstanden, dass ihr das auch machen wollt, ja, wieder in die Wohnungsmärkte einführen. Wir wollen, dass Wohnungsunternehmen, die Wohnraum dauerhaft sozial gebunden bereitstellen, privilegiert werden gegenüber denjenigen, die eine fette Rendite machen. Und ich finde, dieses Prinzip der sozialen Marktwirtschaft ist unter Adenauer und Erhard Geil müssen wir wieder errichten. So, und jetzt schaut man sich mal in das CDU-Programm, ja, was da drin steht, ob so eine Idee der sozialen Marktwirtschaft sich da drin wiederfindet. Leider nicht. Aber man findet zu den Steuern und Wohnen was anderes. Nämlich die Union will die Sonderabschreibung, ja, die Sonderabschreibung bei der Anschaffung und bei den Herstellungskosten beim Wohnungsbau verlängern, ja, 5%. Sozusagen, das ist ein reines Investorengeschenk, das sie machen. Und die Wohnungsgemeinnützigkeit steht nicht drin. Aber wissen Sie, was auch nicht drin steht? Wie viel Geld Sie in der nächsten Wahlperiode für den sozialen Wohnungsbau ausgeben wollen. Sie haben im Kern keine Antwort auf die Negativspirale beim sozialen Wohnungsbau. Da geben Sie als Union keine Antwort. Und das halte ich angesichts der Zahlen auf den Wohnungsmärkten wirklich für skandalös. Sie versagen an dieser Stelle komplett. Das, was Sie fordern, die Sonderabschreibung, das ist innovationsfeindlich. Ja? Das ist auf der anderen Seite Geld, das man in den Markt schüttet, ja, und nichts bringt. Es ist ökonomischer Bullshit und es ist sozial ungerecht, weil Sie damit Investoren begünstigen gegenüber kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen. Das war jetzt schon so, ja, und ich kenne kein kommunales Unternehmen in Deutschland, das sagt, dass das eine gute Idee ist. Und deswegen sage ich Ihnen eins, das ist ein Fehler, das zu machen. Und ich rate Ihnen davon ab, das wirklich weiter zu verfolgen. Denn dieses Programm, das Sie vorgelegt haben, zeigt einfach eins. Die CDU, Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion? Ja, gerne. Ja, lieber Chris Kühn, Sie haben ja eben das Wort Genossenschaften in den Mund genommen. Das war nochmal der Punkt, auf den ich zurückkommen wollte. Sie haben ja zu Recht gesagt, dass die Gesellschaften begünstigt werden sollen, die dauerhaft sich dem Gemeinwohl verpflichtet erklären. Und wir hatten die Situation, als die Gemeinnützigkeit abgeschafft wurde. Wir haben dagegen gestimmt. Sie haben damals 1988 dagegen gestimmt, dass es die sogenannten steuerbefreiten Vermietungsgenossenschaften seitdem noch gibt. Und ich wollte Sie darauf aufmerksam machen bzw. fragen, ob Sie das wissen, dass die heute ein Problem haben. Weil wenn man eine Genossenschaft ist und nicht steuerbefreit ist und in das steuerbefreite Segment gehen will, muss man quasi seine stillen Reserven nachversteuern. Und wir wollen als SPD, dass diejenigen, die sich zukünftig gemeinnützig verhalten, dass die steuerliche Vorteile haben. Im Augenblick ist das genau andersrum. Und meine Frage ist, kennen Sie das Problem und stehen Sie an unserer Seite, dass die, die sich gemeinnützig verhalten, zukünftig besser gestellt werden, dass wir an dieser Stelle zu einer Änderung kommen? Ja, danke, werter Kollege, dass Sie das fragen. Erstmal ist uns das Problem bekannt. Deswegen haben wir die Gemeinnützigkeit, so wie wir sie in der letzten Woche in den Deutschen Bundestag eingebracht haben, wo ja leider die Große Koalition dagegen gestimmt hat, auch als freiwillig
sozusagen Option gewählt. Also ein Unternehmen kann optional sich zu einem gemeinnützigen Unternehmen werden und behält dann die, die steuerliche Privilegierung, zum Beispiel bei dem Erwerb von Grund und Boden. Also wenn darauf in Zukunft sozial gebundener Wohnungsbau entsteht, dann gilt da zum Beispiel keine Grunderwerbsteuer, aber auch andere steuerliche Vorteile. Und das können natürlich die Genossenschaften entscheiden, ob sie das möchten. Ich glaube, die Grundfrage, die Sie gestellt haben, ist natürlich eine steuerrechtliche Frage. Und da muss ich sagen, haben wir ja in dieser Wahlperiode immer wieder Vorschläge gemacht und auch nachgefragt. Und ich hätte mir da einen Finanzminister in Deutschland gewünscht, der sich diesen Fragen, ja, bei der Finanzfragen und bei den steuerlichen Fragen stärker angenommen hätte und da mehr Vorschläge aus dem Finanzministerium gekommen wäre. Ich habe da relativ wenig gesehen. Ich habe jetzt erfahren, dass Olaf Scholz ein glühender Verfechter der Wohnungsgemeinnützigkeit ist. Wir werden das in diesem Wahlkampf sehen, ja, ob das der Fall ist. Ich finde es gut, dass die SPD sich nun nach ja, 8 Jahren auch aufgemacht hat, die Wohnungsgemeinnützigkeit in ihr Programm aufzunehmen. Und deswegen bin ich sehr hoffnungsvoll, dass es uns dann gemeinsam gelingt, ja, dieses Projekt, die Gemeinnützigkeit wieder in Deutschland zu errichten, gemeinsam stemmen können. Ich glaube, es ist dringend notwendig, angesichts dessen, dass wir einfach in der Negativspirale beim sozialen Wohnungsbau sind. So, Frage also, beantwortet Union, und jetzt zügig zum Ende. Ja, lassen Sie mich den letzten Gedanken oder Satz sagen. Ja, die Union will also die steuerliche Privilegierung von Investoren. Ich sage Ihnen eins, das hat was mit Ihrer Nähe zu Investoren zu tun und nichts mit einer guten Wohnungspolitik. Dankeschön. Der nächste Redner ist der Abgeordnete Carsten Möhring, CDU-CSU-Fraktion.